Mahlzeit und willkommen zurück hier wieder auf der Südhämmern. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen weiter gearbeitet. Wir haben jetzt noch eine Bahn hier auf dem Feld 20 zum Ansehen. Dann sind wir hier mit der Geschichte erstmal durch. Und dann gucken wir mal, was wir noch so tun können. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen Silage produzieren, beziehungsweise gucken, ob wir noch Silage irgendwie im Fermenter haben. Wir müssen gucken, was der Komposter macht. Und so weiter und so fort halt. Ja. Wir können dem aber schon mal sagen, du fährst mir keine Ahnung wohin. Hofeinfahrt. Hofeinfahrt passt. So, fertig. Das heißt, das aus, klappt zusammen und gib Gas. Gut, der fährt genau. Da waren wir bei, da haben wir gesagt, die paar Tröpfelchen packen wir einfach hier in die Saatgutproduktion. Dann hat sich das auch erstmal erledigt. Was machst du denn da für ein Fahrmanöver? Das ist aber nicht original, was du da machst. Das ist nicht original. Du bist doch leer. Dann fahren wir dich mal wieder rüber. Glaube ich, aktueller Wegpunkt nehmen. Damit er auch wirklich da anfängt, wo er aufgehört hat. Hoffe ich zumindest. Fängt aber wieder bei Punkt 3 an. Das ist nee. Dann sagen wir mal naheliegendster Punkt, aber lass mir da mal zeigen, wo das ist. Aber wir können den eigentlich hier losfahren lassen, dann findet er dann ja irgendwo den Punkt schon. Was machst du jetzt? Achso, der geht nach unten. Achso, hä? Der geht nach unten, der Kurs. Okay. Dann so rum. Gut, mach weiter. Ach, er ist hier. Hier reinstellen. Aber so, was hatten wir noch gesagt? Wir wollten Heu und Stroh zu den Pferden bringen. Ne? Das heißt dann, ich hoffe, dass das mit dem kleinen Anhänger reicht. Gucken wir mal, haben wir hier Heu? Ne, hier Heu haben wir nicht, aber Stroh. Dann machen wir erstmal Stroh. Und da bringen wir das mal kurz zu den Hottehüs nach oben.
Ich weiß nicht, ob das reicht hier, das Stroh, aber wenn nicht, ja, dann fangen wir halt nochmal. Es liegt im Moment nichts Wichtiges an, also können wir uns da einfach mal die Zeit nehmen. Und hier unsere Sonnenblumen auf der linken Seite. Schön gelb, der Raps, naja, der hat noch zu wachsen. Aber kommt dann auch bei Zeiten mal. Ist die Frage, müssten wir das Stroh hier abkippen oder war das nur der, nee, das war der Pferdetrigger? Eine Stroh war da unten, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Hier. Dann lass uns mal gucken, ob das reicht. Könnte knapp werden. Ja gut, wir sind im grünen Bereich, das ist das Wichtigste. Das heißt, dann könnten wir jetzt einfach mal ein Anhänger Gras oder zwei von denen in die Heutrocknung schmeißen, damit wir Heu bekommen für die Pferde. Einstellen, dann machen wir mal Licht an, es wird dunkel langsam. Dämmerig, dunkel ist es ja noch nicht. Wie gesagt, dann gucken wir gleich mal auf unsere schlaue Tafel bei den Produktionen, ob wir irgendwo was zum Verkaufen haben. Weil ich möchte doch den Kredit, den wir für den Xerion aufgenommen haben, möglichst schnell wieder abarbeiten. Und ja, wenn wir da irgendwie Schnaps oder Rum oder Joghurt haben in ausreichender Menge, dann würde ich da gerne die eine oder andere Verkaufsfahrt noch machen. So, das. Ich muss das mal hier den Discord ausmachen, dass da nicht ständig die Meldungen reinploppen. So, gut, weiter geht's. Wir haben Gras geladen. Gucken wir aber gleich mal, ob wir hier noch Heu haben. Null. Nö, da ist nichts. So, dann eine Tour machen wir noch. Wir gucken, der Strohanlieferer ist schon wieder unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wie nah der schon hier ist jetzt. Aber die 10.000 Liter gehen ja relativ schnell hier rein.
Ja, und dann gucken wir uns jetzt gleich mal unsere schlaue Tafel an, wo wir denn was verkaufen dürfen. Ob wir was verkaufen dürfen, besser gesagt. Abladen, machen wir den mal kurz aus. So. Dann laufen wir mal kurz darüber. Milch, da haben wir nichts. Bei der Zuckerfabrik könnten. Ne, Zuckerrüben hatten wir keine. Genau, so war das. Gewaschene Kartoffeln wären voll. Gut, da können wir verkaufen. Rum könnten wir verkaufen. Joghurt hätten wir eine Tour. Schnaps können wir verkaufen. Oh, wir können viel verkaufen. Das heißt, wir. Ne, wir machen das so. Wir brauchen den. LKW, der glaube ich hier oben, ne, das ist die Malzherstellung, Taverne, genau. Du fährst zur Schnapsbrennerei, Produktion, Schnapsbrennerei. Ja, machst aber Transportfahrt. Und wir nehmen uns den LKW hier und holen die gewaschenen Kartoffeln noch schnell ab. Während der jetzt gleich belädt, können wir gucken, wo wir die verkaufen dürfen. Und das war gerade ein Abo, das so reingeflogen ist, während ich hier am Aufnehmen bin. Auch gut, ja. So, gewaschene Kartoffeln. So, dann gucken wir mal. Gewaschene Kartoffeln, die waren glaube ich ziemlich weit hinten. Ja, hier. 1060 fallend bei Ledley. Okay. Dann heißt das abladen VK Ledley. Ja gut, das dauert noch ein bisschen, bis der fertig ist. Ah, er ist hier. Da gucken wir gleich mal, warum der vorhin so einen komischen Drehwurm da gemacht hat. Mal gucken, ob er jetzt das wieder macht oder ob er schön geradeaus weiterfährt, so wie es denn sein sollte. Fährt. Keine Ahnung, was der vorhin gehabt hat. Na gut, auch egal. So. Die Geräte fahren alle schön irgendwo hin. Das dauert immer noch. Das sieht hier aus. Hier haben wir 70.000. Kartoffeln sind noch drin. Haben wir noch Kartoffeln im Lager? Ja, 350, das passt. Oh, machst du noch voll, bitte? Vielleicht kriegen wir die ja noch verkauft. Wir werden jetzt aber schon mal so weit Kredit zurückbezahlen, wie wir können. Auch wenn wir dann im ersten Moment pleite sind. Wir sind jetzt noch 340.000 offen. So, du fährst. Wo ist der Tank, Kollege? Ach, gerade hier.
Doch, dann warten wir mal ganz kurz. Anders, wir machen das anders. Komm, gib Gas, Junge. Holen wir das Zeug schnell selbst noch ab. So, Schnapsbrennerei. So, ja, beladen und wir gucken, wo geht's denn hin? Bier, Schnaps zum Gasthaus. Haben wir da einen Kurs? VK Gasthaus. Jo. So, fahren wir mal hier unten rum, weil wir sonst nicht ums Eck gekommen wären. Gucken wir mal, ob wir das noch schnell hinbekommen. Aber wenn wir jetzt die Kartoffeln und den Schnaps verkaufen, könnten wir schon ziemlich nah wieder rankommen an schuldenfrei. Also ziehen wir das noch schnell durch. Ich bin auf jeden Fall zu tief hier von der Straße. Ja. So, komm, gib Gas, Junge. Ah, die Kartoffeln werden schon abgeladen. Das passt. Und dann kriegen wir das auch noch hier mit den 32.000 Litern Schnaps hier hin. So, guck mal, das waren 105.000. Ups. Und dann gucken wir mal, was wir hierfür bekommen. Wird aber in ähnlichen Regionen sich bewegen, würde ich mal behaupten. Den Verkauf machen wir noch und dann sind wir aber auch schon wieder fertig für heute. Tja, die Zeit rinnt einfach, wenn wir was zu tun haben und ja, gucken wir mal, was da jetzt noch bei rumkommt. Auf jeden Fall sind wir irgendwo im Bereich 200.000 Euro. Ja, haben wir 2 Drittel vom Kredit schon wieder eingefahren. Wir haben ja noch Schnaps und Rum zu verkaufen, also das geht ja weiter. Also denke ich mal, nächste Folge werden wir wieder schuldenfrei sein. Das sehen wir dann aber. Wir sind erstmal raus für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und tschüss.